Neues von Juicy Feels. Wie gewohnt date ich dich auf diesem Kanal immer ab darüber, wenn es was Neues bei Juicy Feels gibt. Und da gab es jetzt in kurzer Folge zwei E-Mails, wo ich kurz ein bisschen durchgehen will und dazu sagen möchte, ja, was ich denke. Bevor ich da in die Details gehe, einmal hier der Disclaimer. Stopp das Video und liest dir das hier bitte durch. Und natürlich empfehle ich schon mal, das möchte ich ganz klar sagen, kein Investment in Juicy Feels. Also, hier die erste E-Mail, da wird so ein bisschen, glaube ich, unterschwellig über die anderen Anbieter im Space gelästert, also Canagrow, Plants, My First Plant. Ich selbst bin bei Plants investiert, bin super zufrieden damit. Wenn dich das interessiert, check die Videos aus oder melde dich bei mir, können wir gerne drüber quatschen. Die haben ein völlig anderes Geschäftskonzept, ganz andere Renditen, ist viel mehr Krypto integriert, wirklich eine ganz andere Geschichte. Naja, jedenfalls in der ersten E-Mail steht jetzt eigentlich nicht viel mehr drin, als dass sie sagen, dass sie immer noch am Leben sind und dass sie sich halt so ein bisschen darüber beschweren, dass es Konkurrenz gibt. Also zum einen sagen sie natürlich, ja, ist cool, dass es andere auch gibt im Space, aber sie glauben nicht, dass die profitabel sind. Naja, da kann halt jeder auch wieder davon halten, was er möchte. Dann gibt es hier ein kleines Video, wo sie angeblich zeigen, wie ihre Produktion aussieht. Das können wir hier mal auschecken. Könnt ihr draufklicken und dann seht ihr hier so ein kleines verwackeltes Video. Ob man das glauben will und ob das ein Beweis für irgendwas ist, wiederum sollte jeder für sich selbst entscheiden. Kann man aber in der E-Mail finden. Wenn du den Link irgendwie nicht hast, auch da schreib mir gerne auf Telegram. Gebe ich dir natürlich gerne rum. Kontaktdaten sind alle in der Infobox. Und das war es hier eigentlich auch schon für diese E-Mail. Hier wird noch irgendwas davon geredet, dass sie ihren Customers kleine Proben schicken wollen, um zu zeigen, dass sie real sind, nur eben nicht nach Schweden. Und dann irgendwas mit einer Zuckerberg-Meta-Anklage in Schweden, da weiß ich ehrlich gesagt nichts drüber, habe ich auch nicht nachvollzogen, ist mir eigentlich auch egal. Das war's für diese erste E-Mail, da war nicht besonders viel Content drin. Kommen wir mal zur zweiten, die ist ein bisschen interessanter, wo es um das Refunding geht, was ja eigentlich das ist, was alle, die mit Juicy Feels zu tun hat, am meisten interessiert. Bevor ich darauf eingehe, vielleicht mal ganz kurz Werbung für meinen Kanal. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das machst. Insbesondere in letzter Zeit hatten wir zwei sehr coole Projekte hier, New Eternal Life und Renegade, die jeweils sehr interessante Kreditkarten mit krassen Cashback-Modellen vorstellen. Ganz unterschiedlichen Vorteilen. New Eternal Life ist wahnsinnig auf Privatsphäre ausgerichtet. Also es gibt keinen KYC in der Europäischen Union. Und du kannst eben 10% Cashback bekommen auf deine Einkäufe. Da gibt es eine Sonderaktion jetzt gerade für 500 Karten zu einem relativ niedrigen Preis. Check das mal aus. Und Renegade ist wirklich so die Integration von Krypto und einem realen Bankkonto mit einer eigenen IBAN. Auch das ist sicherlich wert, mal einen Blick reinzuwerfen. Ich verlinke dir die beiden hier. Wollte einfach die Gelegenheit nutzen, darüber ein bisschen Werbung zu machen. Und hier warne ich übrigens auch immer mal wieder vor irgendwelchen Fake-Projekten. Also zum Beispiel dieses Xpetra hier. Da habe ich gestern ein Video zugemacht, ein paar Stunden später waren die auch schon offline. Also check auch das mal aus, da hast du zumindest ein bisschen Info über Projekte, in die man vielleicht eher nicht investieren sollte. Gut, also kommen wir zurück zu Juicy Feels. Das war jetzt so die letzte E-Mail, die gab es vor ein paar Tagen. Da geht es im Wesentlichen um erstmal den guten Herrn Graf. Da wird jetzt gesagt, dass er gefunden wurde, ich weiß nicht, wo er sich versteckt hat. Und dass es wohl Aussagen von ihm gab und dass sie auch gerne ein Interview mit ihm haben. Natürlich streitet er jede Verantwortung ab. Was für eine Überraschung. Und hier ist auch ein Video von einem Gespräch, wo es, glaube ich, er sein soll, mit mehreren Leuten. Das habe ich mir angeschaut. Meiner Meinung nach völlig unmöglich, irgendetwas zu verstehen in diesem Video. Aus meiner Sicht komplett sinnlos. Nichtsdestotrotz, wenn du es dir anschauen möchtest, kannst du dir das natürlich gerne geben. Also ich habe da keine Infos rausgenommen. Genau, da gibt es noch eine Veränderung auf der Plattform. Da sah man ja früher die sogenannte Stoned Balance. Das war sozusagen das Geld, was aus, wenn wir es mal Juicy Feels 1 nennen wollen, ausstand. Und das wurde jetzt rausgenommen. Mal hier reinschauen, sieht man hier jetzt nur noch die Profit Balance, die bei mir natürlich bei 0 ist, weil ich hier natürlich nichts mehr investiere. Stoned Balance sieht man nicht mehr. Und hier nochmal diese schöne kleine Aussage. Ja, Juicy Feels war nie ein Scam. Und das DAO-Management wird zeigen, dass das so ist, wird es beweisen. Und dann, ja, es gibt wohl irgendwelche Final Sales, die jetzt auch mittlerweile dann abgelaufen sind. Ja, was auch immer. Dann heißt es hier, dass sie weiterhin den Insolvenzprozess unterstützen
Und 900.000 Dollar insbesondere für die Insolvenz der BV, also der niederländischen Entität, zur Verfügung gestellt werden sollen. Bei der niederländischen Entität gab es ja dieses Insolvenzverfahren, wo man sich registrieren konnte und seine ja, Rückzahlung beantragen konnte aus der Insolvenzmasse. Ich habe das seinerzeit gemacht, habe da aber auch bisher keine weiteren Informationen bekommen. Dass sowas ein bisschen dauert, ist, glaube ich, normal. Ja, große Hoffnung habe ich tatsächlich nicht. Dann gibt es hier noch, das fand ich ganz spannend, einen Telegram-Kanal, dem man angeblich nur beitreten kann, wenn man ein KYC gemacht hat. Mir ist nicht ganz klar, welches KYC das sein soll. Ob das das KYC ist, was es vor ziemlich langer Zeit schon für diese Refunding-Initiative gab, also unabhängig von der Insolvenz in den Niederlanden, sondern dieser kind of, na, sagen wir mal, privaten Refunding-Initiative, oder ob es da noch ein weiteres KYC geben soll. Ich habe hier auf jeden Fall mal draufgeklickt und wollte dann der Gruppe beitreten und habe dann die Meldung bekommen, dass man meine Anfrage sich anschaut und sich dann melden wird. Ja, schauen wir mal, ob da was passiert oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie die da linken wollen, ob ich irgendwo ein KYC gemacht habe oder nicht. Naja, schauen wir mal. Und das war's eigentlich schon. Das war das Update zum Stand der Dinge. Ich hoffe, es war irgendwie informativ. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hoffentlich nicht nur über Juicy Fields, sondern auch über spannendere Themen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.